Hey meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem Video. Wir gehen jetzt mal nicht live, es gibt einen Grund dafür, weil wir heute Abend ein Live-Video machen. Gladbach gegen Frankreich. Leute, das spielen heute. Leute, es kann ein sehr spannendes Spiel sein, warum ihr müsst ja nicht mehr dabei sein. Mein Bruder ist auch dabei. Und wir, ja. Macht das Team, aber heute kommt noch mal ein normales Video. Oh, warte, wir sehen, ich hab mich verbessert. Oh, ich kann auch das Ding, ne? Was muss man machen? So, Leute, ich hab den Tisch schon mal drauf gehabt. Schon wieder, aber es wird ein paar Mal dauern. Mein Bruder ist schon breit, der sitzt da. Der sitzt da, Leute. Ja, ich mache gerade nur ein normales Spiel. Warum würde wir dann heute Abend hier keinen Live sein? Ich denke jetzt im Bett noch auf. Leute, ich mach das nochmal neu. Irgendwie hat's nicht geladen. Wir sind im Himmel. Nein.
10 und 2 verkackt. Und 2 waren richtig knapp. Lang. Nehmen wir heute Abend mindestens 20.30 Uhr braucht es nicht. Oh, Alter, der durchgegangen.
Eine schöne Flanke. Und das? Und das war eine Flanke. Mann! Wieso? Wie ist das denn? Nein! Von mir sagt es heute. Ja, bitte, bitte. Extra nicht weg. Nee, habe ich nicht gemacht. So. Wo ich nochmal Thomas? Der wieder. Den ruft man mir schon. Papa? Ja? Wo bist du jetzt? Heute gerade los. Kannst du ein bisschen was Süßes mitbringen und eine Tüte Chips und ein bisschen... Okay, ich schreib's dir über WhatsApp. Ja? Ja, gut. Okay. Bis daher. Jo. Gut, ich schreib's. Hat er einen Tag? Ha? Hat er einen Tag? Der fährt jetzt los von der Arbeit. Weißt du? Brötchen. Süßes. Und Joghurt. Gut. Ich hab's ihm geschickt. Dann kann er... Warte. Oh, ich habe aus Versehen das Fußballspiel. Tut mir leid, das war jetzt nicht meine Absicht, Schatz. Egal. Wirklich.
Okay, aber du bist auch so eine Knutschkante. So, wie schön ist weiter? Olle Dicke. Olle Dicke. Kuschel, kuschel, kuschel. Na, FIFA. Kuschel, kuschel, kuschel. Nein, hab ich nichts gesehen. Nee. Weil ich nichts gesehen hab. Thank you.
Ich bin in der YouTube-Leine und dann ist das hier auch schon wieder zu Ende. So, so. Yep. Ich wollte gar nicht, ich bin doch nicht live, hab ich schon gesagt. 25 Minuten. Den Torwart richten. Wo ist der Torwart? Wo ist der Torwart? Unvorstellbar. Kutschke macht ein Tor, weil der Keeper nicht da ist. Arnold tritt an und was macht Ulreich? Es ist ja unvorstellbar. Was macht der Schattenmann von Neuer? Arnold mit seinem 12. Freistoß in der Bundesliga. Erstmals trifft er bei einem direkten Freistoß. Dank Sven Ulreich, Patschehändchen. Und dann fällt das Ding ins Netz. Er also in seinem zweiten Bundesligaspiel nicht ganz auf den Posten. Was macht Zentner denn da? Tritt am Ball vorbei. Und fast hätte Lars Stindl das genutzt. Nochmal hingeschaut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nicht da. Der Ball ist doch 2 Meter hinter dir. Er als Vertreter von René Adler mit viel, viel Glück. Freistoß, Aaron Hunt. Drin! 1-0 Hamburg! Sie können es kaum fassen! Erleichterung nach 4 Heimspielen ohne Tor! Endlich mal ein HSV-Treffer in Hamburg! Vor allem, weil er, Ron-Robert Zieler, der Weltmeister, sich eine Auszeit nimmt! Was für ein Patzer! Dieser Bock tut richtig weh! Unterzahl und hinten! Das 8. Saisontor für den HSV, der 8. verschiedene Schütze! Und erstmal zurück der Ball. Der BVB verunsichert. Und wie? Das waren Bartra und Birki. Bartra rechnet nicht mit dem herausstürzenden Birki. Unfassbare Klamotte. Apollo ist's recht. Die Davi fast schon Verzweiflung. Marvin Hitz. Mein Gott, ein Tor. Er kann selbst nicht fassen. Daniel Didavi, 40. Minute, 0-1. Und so ist es passiert. Der flattert ein wenig, aber es gibt keine Entschuldigung. Wir sind in der Nachspielzeit nochmal Heidenheim. Schnatterer 3-2 Heidenheim. Der Last-Minute-Sieg für den Gastgeber. Und wer ist daran beteiligt? Natürlich der Debütant Sievers. Den sieht er spät, muss er aber halten. So verliert der FCK unglücklich mit 2-3 gegen Heidenheim. Jiří Pavlenka mit dem Blackout für Konoplyanka. Kurz bevor der Ball bei ihm ist, schießt er die Augen. Hier, ja, da kann man nichts sehen. Und so bekommt Jiří Pavlenka dieses Gegentor. Hinten allerdings nicht immer auf der Höhe. Robin Müller, 2-1 Bayern. 36. Minute, die Münchner wieder vorne auf. Weil Ralf Herrmann schon wieder packt, der Schalker Keeper erwischt in der kurzen Ecke, die er auf jeden Fall besser bewachen muss, als er es hier tut. Müller macht mit seinem 5. Saisontor. Auch nach dem 2-0 kaum Chance für Duisburg. Stoppelkopf und er ist drin. 2-1. Und das ist ganz klar ein Torwartfehler. Preplo glaubt, der Ball springt etwas höher. Geht deswegen nicht runter und das ist eine Fehleinschätzung. 2-1 für Halbzeit, weil Preplo den Ball falsch einschätzt. Marcel Wittecek bringt den Ball ins Spiel, den Rest übernimmt dann der Torwart von Energie Cottbus. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss!